Ich bin ursprünglich aus Bosnien, bin auch als bosnischer Kriegsflüchtling nach Österreich gekommen. Und ich weiß, wie wichtig im Verlauf des Krieges auch die Bemühungen sind, den Krieg zu stoppen. Und dann aber vor allem, wie wichtig es ist, dass man den Ländern, die vom Krieg betroffen waren, Unterstützung gibt. Marshallplan war nach dem Zweiten Weltkrieg ein einmaliger Hilfsprozess und ein Hilfsprojekt, das die europäische Landschaft und die europäischen Gesellschaften zutiefst geprägt hat. Ich war ab 2010 in der Gruppe der ersten Austrian Marshall Plan Fellows am Center for Transatlantic Relations an der SAIS in Washington, D.C. am Beginn des Programms. Meine Forschungsschwerpunkte sind Entwicklung der Demokratie, sind auch Fragen des Autoritarismus, Fragen der Europäischen Union. Und regional gibt es auch einen Schwerpunkt, der auf Ost- und Südosteuropa und auch am Balkan liegt. Das heißt, es geht um aktuelle Entwicklungen, es geht um spannende gesellschaftliche Fragen, die uns heute alle beschäftigen und darüber hinaus um allgemeine Phänomene, die ganz Europa betreffen, wie eben Demokratieentwicklung, Nationalismus oder Herausforderungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in europäischen Gesellschaften.